Hallo zusammen. Ich habe gedacht, wir könnten heute mal zusammen Gartenkresse anpflanzen. Dafür braucht ihr natürlich erstmal die Kressesamen, ein Gefäß, wo ihr das reinmacht. Ich habe so ein Plastikding hier einfach genommen. Natürlich Wasser und Watte oder Küchenpapier. Das erste, was ihr macht, ihr nehmt euch die Watte und legt die in das Plastik rein. Das muss nicht ordentlich sein. Ich mache jetzt beide Seiten. Dann sieht das erstmal so aus und die Samen haben ein kleines Wolkenbettchen. Als nächstes nehmt ihr die Samen und streut die über die Watte. Das können auch ruhig einige mehr sein. Und dann gießt ihr das vorsichtig etwas an, sodass die Watte gut durchtränkt ist. Und dann kann man die Samen noch ein bisschen verteilen. Man kann das natürlich auch erst die Samen drauf geben, nachdem man das angefeuchtet hat. Und hier drüben werde ich noch ein paar mehr Samen hinmachen. Dann sollte das ungefähr so aussehen. Es ist sehr ungleichmäßig, aber das macht überhaupt nichts. Und nach 3 bis 5 Tagen sollten dann die ersten Keime aufgehen und ihr solltet das jetzt bei 15 bis 20 Grad irgendwo hinstellen und abwarten. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass das immer schön feucht ist. Das heißt, immer danach gucken und wenn nötig nochmal mit Wasser benetzen. Ja, dann warten wir das doch einfach mal ab und wenn sich was getan hat, melde ich mich wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.